Ich kann Gedanken lesen, sie denken, wie hat dieser Mann es geschafft, über all diese Jahrzehnte dieses jugendliche Aussehen zu bewahren? Aber ich sehe auch, einige gucken so ein bisschen streng von der Seite. Ja, ich stehe dazu. Ich habe mich für diesen besonderen Auftritt operieren lassen. Ich litt jahrelang unter einem Waschbrettbauch, den habe ich mir wegoperieren lassen. Ich habe mir körpereigenes Fett hier an der Seite untergespritzt, damit es sich wieder ein bisschen wölbt, damit es einfach natürlicher aussieht. Und ich freue mich, dass einige Männer hier im Publikum diese Operation auch hinter sich haben. Ja, das ist das Fiese am Älterwerden. Du isst gar nicht mehr und nimmst trotzdem zu, weil der Grundumsatz sinkt, aber der Appetit nicht. Und ja, manche helfen sich dann mit plastischer Chirurgie. Ja, auch Frauen machen so Kleinigkeiten, das kriegen wir alles gar nicht mit als Typen. Die machen ihre Lippen größer und sinnlicher. Wissen Sie, wie das geht? Da wird Fett am Po abgesaugt und unter die Lippe gespritzt. Und wir Typen fallen voll drauf rein. Du denkst, du küsst sie auf den Mund. Ich wollte es nur erwähnen. Denn natürlich ist das, was einen wirklich jung hält, gute Laune, gehobene Gestimmtheit, dass man viel lacht. Und deswegen muss ich auch kurz mal checken, wieso Ihr Humor heute Abend hier sortiert ist. Das kriegt man sehr schnell raus. Schauen Sie einmal kurz rechts und links. Für wie humorbegabt halten Sie diese Menschen? Nicht laut sagen, nur für sich selbst stellen. Ja, gut. Das war die Fremdeinschätzung, jetzt Selbsteinschätzung. Für wie humorbegabt halten Sie sich? Okay. Jetzt kommt der entscheidende Faktor. Statistisch ist jeder dritte Mensch hässlich. Sie haben gerade rechts und links geguckt und wenn die beiden okay aussahen, dann haben sie Humor. Darum geht's. Ja. Lache und die Welt lacht mit dir, schnarche und du schläfst allein. Ja. Und dann machen die Leute alles Mögliche mit ihrem Gesicht. Wir hatten neulich eine Frau in der ersten Reihe, die war 6-mal geliftet. Die konnte nur noch lachen, wenn sie gleichzeitig so die Knie angezogen hat. Ich denke, was ist das für ein Leben? Wie steht eine Frau vorm Spiegel? Immer in Bewegung. Sie sucht nach irgendwas, was nicht perfekt ist. Sie findet irgendwas zu meckern. Liebe Frauen, in dem Punkt könnt ihr euch was von Männern abgucken. Wir zerfleischen uns nicht derartig in Selbstkritik. Wie stehen wir vorm Spiegel? Frontal, regungslos und kurz. Und nach 2 Sekunden bist du mit dir im Reinen, passt schon. Natürlich hast du auch irgendwann so eine Wampe, aber kein Mann ist so doof und dreht sich ohne Not vor dem Spiegel ins Profil. Wofür? Und wir Deutschen haben auch echt eine körperfeindliche Sprache. Hier so eine kleine Wulst nennt der Franzose Poignée d'amour. Der Italiener Bracchetti d'amore, in allen romanischen Sprachen die gleiche Idee. Das ist ein Griff, um dich bei der Leidenschaft der Liebe irgendwo festhalten zu können. Was sagen wir? Rettungsring. Ja? Wer rettet uns?